Ja, hallo allerseits. Ich glaube, wir können so ganz langsam versuchen anzufangen. Vielleicht kommt noch der eine oder andere aus der Pause herein, aber wir sollten die Zeit nicht überstrapazieren und jetzt hier von vornherein schon zu spät alles nach hinten schieben. Daher darf ich den ersten Vortragenden begrüßen, Herr Spreng, US-Mapper, und er hat sich um den Haltestellenimport in der Schweiz gekümmert und möchte darüber berichten, zusammen mit Frau Hoffmann, wobei Sie den Vortrag übernehmen, ne? Bitte schön. Guten Tag. Wie gesagt, ich und Sarah Hoffmann, die dort im Publikum sitzt, haben uns hauptsächlich um den Import von den öffentlichen Verkehrshaltestellen in der Schweiz gekümmert. Und ich möchte jetzt einfach mal darüber erzählen, was wir so gemacht haben, wie dieser Import vonstatten gegangen ist und was für Probleme, dass wir da zu lösen hatten. Ich werde zuerst mal erklären, was für eine Datenbasis, das wir zur Verfügung hatten für den Import. Dann werde ich auf die bestehenden Daten, die bereits in USDM vorhanden waren, eingehen. Dann kurz erklären, wie wir diese Daten dann importiert haben. Und am Schluss eine kleine Zusammenfassung geben. Zuerst diese DDoC-Liste. Die wird vom Bundesamt für Verkehr von der Schweiz geführt. Das ist eine Bundesstelle. Und die wird jährlich veröffentlicht. Also das Bundesamt, das trägt alle öffentlichen Verkehrshaltestellen zusammen und macht daraus eine Excel-Liste, die vom Internet heruntergeladen werden kann. Wir haben dort mal angefragt, ob wir die verwenden dürfen, ob wir die Daten für OSM importieren dürfen, und sie haben uns die Zustimmung dafür gegeben. Die Liste enthält verschiedene Informationen. Zum einen ist jede Haltestelle mit einer Dienststellennummer versehen, die eindeutig sein soll. Eine Kontrollziffer, die wird vermutlich zur Dienststellennummer gehören, die haben wir jetzt nicht so beachtet. Es gibt einen Namen der Haltestelle, eine Dienststellenabkürzung. Dann interessant für uns war auch die GEO-Nummer und die GEO-Abkürzung. Das sind der Betreiber der Haltestelle. Man muss dazu vielleicht sagen, die öffentlichen Verkehrshaltestellen, das beinhaltet sowohl Schiff wie auch Bus, Tram, Zug. Und in dieser Liste ist aber nicht vorhanden, was für ein Typ Haltestelle das es ist. Und für uns war dann das ein Hinweis, da der Betreiber, zum Beispiel wenn da SBB steht, Schweizerischen Bundesbahn, dann kann man davon ausgehen, dass es eine Zugshaltestelle ist. Dann gibt es auch Informationen über die Gemeinde, in der sich die Haltestelle befindet. Und für uns natürlich sehr wichtig, die Koordinaten. X- und Y-Koordinate, für die, die das nicht kennen, das sind Schweizer Landeskoordinaten. Das ist mehr oder weniger auch so ein Meterraster über die gesamte Schweiz. Das kann man relativ einfach mit einer Genauigkeit von so 1, 2 Metern umrechnen in WGS-64-Koordinaten. Und die Daten beinhalten sogar eine Höhe. Die Daten von DDoC sind nicht überall vollständig. Es gibt einige Haltestellen, die haben zum Beispiel keine Koordinaten. Allerdings haben wir die jetzt mal weggelassen. Die meisten dieser Haltestellen sind für uns eher weniger interessant. Das sind so Güterumschlagsbahnhöfe und ähnliches. Das ist mal eine grafische Darstellung dieser DDoC-Haltestellen für die gesamte Schweiz geplottet. Also ich fand das noch sehr hübsch da. Man sieht sehr gut da die Ballungszentren, man sieht zum Teil sogar Gewässer drauf. Fand ich noch spannend, was man nur schon an diesen Daten da von der Schweiz erkennen kann. Dann in USM haben auch bereits viele ÖV-Haltestellen bestanden.
in USM zwingend vorhanden sind die Koordinaten. Und der Typ ist eigentlich auch zwingend, weil das sind halt unterschiedliche Tags für unterschiedliche Verkehrsmittel. Also ein Zug wäre es Train Station und ein Bus wäre es Highway Bus Stop. Also da dort haben wir eine zwingende Typisierung der ÖV-Haltestellen. Optional hingegen in USM sind Namen, sowie manchmal wird auch hinzugefügt, welche Linie das es ist, also welche Busse, Busnummern dort an dieser Haltestelle durchfahren. Was auch ein wichtiger Unterschied ist zu den Didok-Daten, in USM wird gerne pro Fahrtrichtung eine Haltestelle gemacht. Also wenn man so eine Straße hat, hat es dann halt auf der linken und auf der rechten Seite der Straße eine Haltestelle. Bei Didok ist es immer pro Haltestelle, so mehr oder weniger mit eigenem Namen, gibt es nur einen Eintrag in der Liste. Und das war vor dem Import. Da sieht man die Haltestellen, die in USM bereits vorhanden waren. Es sind einiges weniger, also wir können da mit TDOC einiges mehr an Haltestellen, an Vollständigkeit erreichen. Allerdings war es trotzdem schon eine große Menge an Haltestellen, die bereits in USM verfügbar waren. Jetzt haben wir uns da eine Strategie überlegen müssen, weil ein Komplettimport, also mal alle Haltestellen weglöschen und dann einfach die Didok-Daten übernehmen, das kam für uns nicht in Frage. Es sind zu viele Haltestellen bereits in USM drin gewesen. Die Haltestellen sind oft einiges genauer eingezeichnet als in Didok. Dazu muss man vielleicht sagen, das Bundesamt, das bekommt diese Daten dann von den lokalen Verkehrsbetreibern. Das heißt, gewisse messen da vielleicht ihre Haltestelle recht genau. Andere, da können die mal 200, 300 Meter daneben liegen, kein Problem. Ein anderes Problem war, in USM waren wir auch schon detaillierter, eben zum Beispiel mit richtungsgetrennten Haltestellen oder Informationen, welche Bus- und Zugslinien das dort halten. Diese Daten wollten wir natürlich auch erhalten. Darum haben wir versucht, diese Daten zu vereinen. Und wir sind dann so iterativ vorgegangen. Und was dann schlussendlich so die Strategie war, ist, dass wir zuerst einmal die USM-Haltestellen in Gruppen aufteilen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eben zwei Bushaltestellen richtungsgetrennt, dann fassen wir diese zwei Bushaltestellen mal zusammen, dass wir wissen, entspricht einer Didok-Haltestelle, hoffentlich. Dann wird jede dieser USM-Haltestellengruppen einer Didok-Haltestelle zugeordnet. Und dann hatten wir ein nettes Webinterface, mit dem wir dann die Community dazu aufgerufen haben, uns zu helfen, diese Daten zu kontrollieren. Und am Schluss hatten wir dann die gemergten Daten, also die OSM-Haltestellen, die bereits bestehen, die Tags ergänzt und die neuen TDOC-Haltestellen, die noch keiner OSM-Haltestelle zugeordnet waren, konnten wir die neuen importieren. Also, jetzt zur automatischen Zuordnung. Wie gesagt, dort erzeugen wir Gruppen von Haltestellen aus OpenStreetMap. Dabei gibt es wieder die Haltestellen in OpenStreetMap, die einen Namen haben. Dort beachten wir auch diesen Namen. Also wenn jetzt zwei Haltestellen nahe beieinander sind, aber sie haben komplett unterschiedliche Namen, wollen wir die nicht in einer Gruppe haben. Haben zwei Haltestellen Namen, die stimmen überein. Und sie sind in einer Distanz von unter 300 Metern, dann kommen die in eine Gruppe. Und die mit ohne Namen, da sind wir dann einfach mit der Distanz etwas strikter gewesen. Dort ist es dann unter 50 Meter, um ja, zu große Gruppen zu vermeiden. Dann wurde jede Gruppe einer Didok-Haltestelle zugeordnet. Dort haben wir auch wieder die Gruppen, die eben einen Namen haben. Und falls jetzt der Name und der Typ
übereinstimmt und die Distanz wieder unter 300 Meter ist, dann sagen wir, ja, diese USM-Haltestelle gehört zu diesem, dieser Haltestelle in der DDoC-Liste. Falls jetzt nur der Typ übereinstimmt, falls die Haltestelle keinen Namen hat, dann sind falls nur der Typ übereinstimmt, aber die Haltestelle hat einen Namen, aber der Name stimmt nicht überein, das kann es auch geben. Das Namensschema ist halt nicht immer eindeutig. In der DDoC-Liste sind zum Teil andere Namen drin, als das dann effektiv auf den Schildern auf der Haltestelle geschrieben steht. Dann sind wir sehr strikt mit der Distanz, mit 50 Metern. Und falls dann die OpenStreetMap-Haltestelle keinen Namen hat, dann haben wir da so einen Mittelweg mit 100 Meter gewählt. Aber überall haben wir jetzt den Typ berücksichtigt. Also zum Beispiel ist das wichtig bei einem Bahnhof, da haben wir halt die Zugshaltestelle und sehr nah dabei ist dann die Bushaltestelle, aber es sind zwei separate Haltestellen für die DDoC. Und da war jetzt eben der Punkt der Rekonstruktion der Typinformation, die uns ja in DDoC gefehlt hat. Beziehungsweise wir hätten auch über den Betreiber gehen können, aber der Betreiber, der ist wirklich nur selten in den OpenStreetMap-Daten vorhanden. Der Typ hingegen, der ist für OpenStreetMap zwingend. Wir haben darum eine Korrelation zu machen versucht, indem wir einfach mal ohne Typ gematcht haben und dann sehen wir, welche Betreiber welchen Typ bekommen haben und haben daraus wieder automatisch eine Liste mit Typen, also Betreiber zu Typ generiert und mit dieser Hilfe konnten wir dann die Typen vergleichen. Das war alles in einem automatischen Skript abgearbeitet und nun ist das Ganze halt etwas fehleranfällig. Wir haben dann ein schönes Import-Interface da, wo wir das Resultat des Skripts dargestellt haben. Das hat Sarah Hoffmann gemacht. Und dann haben wir auf der Schweizer Mailingliste auch die Leute dazu aufgerufen, dann in der Region, wo sie mappen, doch mal zu kontrollieren, ob dort die Haltestellen einigermaßen stimmen. Und, das war natürlich auch schön, man konnte direkt auch korrigieren. Also, so mal zur Erklärung, wir haben da zum Beispiel diese grünen Punkte und dazwischen jetzt eine schwarze Linie. Das heißt, da haben wir eine Verbindung, diese zwei Haltestellen. Der grüne Punkt ist der OpenStreetMap, der DDoC-Punkt und der schwarze ist OpenStreetMap. Der ist korrekt verbunden, wird grün dargestellt. Wir haben die roten Punkte, das sind DDoC-Punkte, die keine OpenStreetMap-Haltestelle gefunden wurde, also die halt dann neu importiert werden. So konnte man dann in diesem Interface die Verbindungen zum Beispiel lösen, sagen, nein, das ist jetzt falsch verbunden, diese alte Stelle, das stimmt nicht, das gehört nicht zu dieser DDoC-Haltestelle. Man konnte neu verbinden, indem man einfach von einem Punkt zur nächsten eine Linie zeichnet und konnte das Resultat live sehen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Zusammenfassend kann man sagen, es wurden alle zusätzlichen Haltestellen wurden importiert. Es wurden keine Daten, die bereits in der OpenStreetMap waren, vernichtet. Es wurden nur die Daten ergänzt. Von dem her war das sicher eine gute Lösung, auch wenn etwas aufwendiger. Ja, vielen Dank. Ich vermute, dass sich die amtlichen Daten, die ihr zur Verfügung habt, auf die Masten beziehen, also auf die Einzelzugangsstellen der Haltestellen. Also pro Haltestelle gibt es einfach einen Punkt. Also,
Also praktisch die Gesamthaltestelle, nicht irgendwo ein Mast rechts, ein Mast links der Straße. Okay. Nein, nein, das ist eben, in OpenStreetMap haben wir ja meistens bei Bushaltestellen typischerweise eben rechts eine Haltestelle, links eine, aber bei Didox gibt es nur einen einzigen Punkt. Okay. Wie geht, seid ihr damit umgegangen, wenn die da deutliche Abweichungen waren und der Punkt, obwohl er eigentlich auf der Straße liegen sollte, da sehr daneben liegt? Also ich habe sowas für meinen Bereich gemacht, habe da auch sehr genau erfasste Koordinaten zur Verfügung gehabt. Und da ist es mir oft aufgefallen, dass die Masten für beide Richtungen irgendwo rechts oder links der Straße lagen, obwohl die Straße eigentlich in der Mitte durchgehen müsste. Und inzwischen habe ich mir angewöhnt, für solche Sachen dann direkt in JOSM mit aufzumachen und dann die Straße in OSM anhand der Tracks so zu korrigieren, dass das zueinander passt. Aber das ist für Handarbeit sicherlich ein akzeptables Verfahren, aber für was Automatisches sicherlich nicht. Ja, also die Haltestellen von Didoc, die wir neu importiert haben, für die gilt dann halt, wir haben nur eine Haltestelle und die liegt nicht mal auf der Straße, die liegt dann irgendwo nebendran. Aber immerhin haben wir mal, man sieht, dort ist eine Haltestelle. Und eben, abgesehen davon, die OpenStreetMap-Daten waren genauer. Das heißt, es gibt halt dann, dass der Didoc-Punkt vielleicht mehr als 300 Meter daneben lag, dann musste man halt von Hand eine Verbindung zeichnen. Oder wenn das halt jetzt in der Kontrolle von der Community durchgegangen ist, hat man jetzt vielleicht dummerweise dann noch eine zusätzliche Haltestelle nebendran. Das wäre möglich. Dankeschön. Wir importieren bei OpenStreetMap gerade 40.000 Leuchtfeuer. Und haben da genau dieselbe Problematik. Es gibt sehr viele man-made Lighthouse mit nur diesem Tag und die sind von der Positionierung sehr exakt. Mhm. Unsere Importe sind von der Positionierung sehr daneben, also bis 100, 200 Meter daneben. Aber die Tags sind sehr umfassend und vollständig. Das heißt, die Aufgabe wäre, die importierten Tags mit Steuerung C und Steuerung Shift V auf das bestehende Tag zu übertragen. Mhm. Und da sind wir gerade auf der Suche nach einem Editor, wo man das unterstützen könnte. Hast du da was? Nein, ich habe da nichts dazu als Editor direkt, weil eben unseres wurde vor allem Skript gesteuert, einfach mal gematcht. Und dann wurde es einfach mal das Resultat in einem Webinterface dargestellt. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du etwas dazu sagen? Also im Wesentlichen, was wir gemacht haben, ist halt nicht zu sagen, okay, wir importieren die Daten erstmal und übertragen das dann, sondern wir haben wirklich gesagt, okay, wir machen außerhalb von OSM das Matching von den Daten und nehmen dann die bestehende Haltestelle wird wirklich mit den Tags ergänzt, die man noch hat. Das heißt, die importierten Daten, wo wir keine neuen Punkte machen wollten, die hat man nie in OSM gesehen. Und das ist natürlich relativ vorteilhaft. Und dann, klar. Ich weiß nicht, wie das mit den Leuchttürmen dann ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es davon nicht so viele gibt, dass man da ein relativ grobes Matching machen kann. Also dass man dann sagen kann, wenn es einen Kilometer daneben ist, ist es wahrscheinlich, dass es immer noch der gleiche ist. Also wir haben ein halbes Jahr dran geübt und es gibt kein Matching, was algorithmisch lösbar ist. Okay, ansonsten, also wäre natürlich so ein Interface, könnte man das durchaus wiederverwenden, dass man also genau das Gleiche macht. Man matcht es erstmal außerhalb, wir hatten halt dann die Daten und dann konnte man dann das dort entsprechend verbinden und abgleichen. Und dann, wenn man sagt, okay, jetzt denken wir, die Daten sind einigermaßen in Ordnung, importiert man das. Wir reden nachher nochmal drüber. Ja. Diese fehlerhaften Daten, wurden die an das zuständige Amt zurückgemeldet und hat das Amt dann daraufhin irgendwie eine Korrektur vorgenommen? Das wäre Teil 1 meiner Frage.
Und Teil 2 ist eigentlich für die Zukunft geplant, da im Prinzip so einen ständigen Datenabgleich, dass wenn sich irgendwie jetzt was ändert seitens des Amtes, beispielsweise die Umbenennung einer Haltestelle, dass man da wieder, dass das einfließt oder man Warnmeldungen bekommt. Also die Liste, die wird jedes Jahr neu veröffentlicht. Wir haben jetzt auch diese eindeutige Haltestellennummer an die Tags drangehängt. Das heißt, es sollte uns eigentlich möglich sein, dann quasi eine Differenz von der alten zu der neuen Liste zu berechnen und so einigermaßen automatisiert die Haltestellendaten zu updaten. Das wurde noch nicht gemacht. Es ist erst gerade kürzlich die neue Liste erschienen. Das wäre es noch zu machen. Und das andere mit dem Zurückgeben, ja, das ist eigentlich schon so gedacht, aber da muss ich jetzt zugeben, dass ich, das liegt an mir, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe dem BAV noch keine Rückmeldung gegeben, aber ich habe es eigentlich immer noch vor, das in vernünftiger Zeit mal zu tun. Danke. Ja, wir haben ein ganz ähnliches Problem, nämlich wir haben jede Menge Daten über Behindertenzugänglichkeit von Einrichtungen, Praxen und Geschäften, ganz ohne Koordinaten, sondern nur mit Adressdaten und versuchen da eben auch das gleiche Problem zu lösen, nämlich importieren von Sekundärdaten und zuordnen zu existierenden Einträgen. Ich würde einfach alle, die ähnliche Probleme haben, einladen auf der Importseite, dass wir da mal eine Rubrik oder eine eigene Wiki-Seite aufmachen für dieses Thema und da an der Stelle weiter diskutieren können. Ich denke, da können wir voneinander profitieren. Ja, also einfach in den nächsten Tagen mal im Wiki schauen, bitte unter Importe. Ist denn bei den Haltestellen auch vermerkt, welche Linien da verkehren? Nein, das ist leider nicht in den Daten vorhanden. Das wäre eine separate Datenbank und ich glaube, die ist nicht zugänglich. Vielleicht nochmal, ich habe es nicht ganz am Anfang mitbekommen, aber das Mengengerüst, um was es da überhaupt gegangen hat, also insbesondere das Verhältnis von dem, was schon in OSM da war und dem, was da neu hinzugekommen ist, in Prozent oder sowas, können Sie dazu irgendwie was sagen? Also wie gut waren die Daten denn schon vor dem Import? Also wir hatten zum Schluss, bevor wir den Import gemacht hatten, waren etwa 15.000 Haltestellen bereits in OSM drin und die DDoC-Datenbank hat 25.000 Haltestellen beinhaltet. Also mit den 15.000 sind natürlich dann auch Doppelte, wo halt schon zwei eingetragen sind und so weiter. Aber es war doch schon eine recht große Menge, die vorhanden war. Ja. Also wenn keine weiteren Fragen sind, danke ich nochmal ganz herzlich für den Vortrag und das schöne Ergebnis und hoffe natürlich, dass auch da die weitere Pflege dann entsprechend gesichert wird. Ich darf die nächsten Vortragenden herunterbitten. Es bleibt